ist Blödsinn. Nee, so. Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Heute erkläre ich euch, warum das ein Butterbrot immer mit der Butterseite nach unten auf den Boden fällt. Das kommt, weil das ein natürliches Naturgesetz ist. Butter wird ja von den Kühen also gemacht. Wie so eine Kuh allerdings diese eckigen Dinger rauspresst, erkläre ich euch am besten gar nicht. Das weiß ich nämlich selber nicht. Wir nehmen also das Brot und schmieren Butter drauf. Dann heben wir das Brot hoch und lassen es fallen. Und es ist auf die Butterseite gefallen. Nee, stimmt gar nicht. Na gut, dann nehmen wir das Brot wieder und schmieren die andere Seite auch mit Butter ein. Und wenn es jetzt runterfällt, dann fällt es auf die Butterseite. Tja, so ist das mit dem Butterbrot, was immer auf die Butterseite fällt. Aber fragt lieber noch mal eure Eltern, denn so ganz sicher bin ich mir da nicht. Tja, das war's.